Wer wird Millionär? Diese wunderbare Erfolgsshow, die könnte so viel mehr Facetten haben, wenn sich Günther Jauch noch mal trauen würde. Aber wir übernehmen das jetzt für ihn. Wir machen jetzt einfach eine neue Wer wird Millionär-Version. Und zwar die Öko-Version machen wir jetzt heute. Ihr seid also alles militante Ökos. Der Moderator ist jetzt Oliver Jauch. In der Ökoszene heißt er natürlich der Olli. Ist doch klar. Und der Kandidat ist Max. Baba, du bist Telefonjoker. Und Lars, du bist der Publikumsjoker. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nehmt alle eure Plätze ein. Und braucht natürlich auch das berühmte Wer wird Millionär-Jingle, damit diese Sendung auch standesgemäß eröffnet wird. Und hier ist sie! Ja, hallo, erstmal zurück aus der Werbung. Schön, dass ihr alle da seid. Möchte noch mal sagen, der Jingle hier ist mundgeblasen. Ja. Wird in Honduras hergestellt, aber fair gehandelt. Verstehst du? Okay, ja, wir hatten eben die 250.000 Euro Frage. Wie schmeckt Weizen? Du, darf ich mir bequem machen? Du, fühl dich wie zu Hause. Ja, danke. Du, sind deine Socken gefärbt oder sehen die erst seit kurzem so aus? Nee, die habe ich selber gebartigt. Oh, super. Ja. Also wir hatten eben die 250-Euro-Frage, wie schmeckt Weizenkleie? Richtig war D zum Kotzen. Das hat er gewusst. Sehr gut. Danke. Ja. Pass mal auf, jetzt kommt jetzt schon die 500.000-Euro-Frage. Okay. Wenn du also, was? Sag Jingle ab. Jetzt Jingle ab. Ja, machen wir mal die 500.000-Euro-Frage, wenn du soweit bist. Ja, ich bin soweit. Mein Karma ist voll gut. Ja, okay, dann stelle ich jetzt die Frage. Okay. Also, die Frage lautet, was darf ein Veganer in keinem Fall essen? Oh, okay. A, Schweine. Okay. B, was einen Schatten wirft. Oh, das ist aber schwer. C, was mit Augen. Oh. D, Menschen. Du, soll ich die Antwort tanzen oder so? Du, ey, wonach du dich fühlst, weißt du, das ist jetzt auch, das muss jeder selbst entscheiden, weißt du. Du, wenn ich dich da jetzt zu irgendwas dränge, kommt das wieder so faschistoid rüber. Deswegen mach's einfach, wie du willst. Ja. Kann ich auch irgendwie jemanden so anrufen oder so? Ja, das belastet zwar auch ein bisschen die Umwelt, aber ausnahmsweise können wir mal. Ich finde es auch voll gemein, dass nur A, B, C und D sind, was die anderen Buchstaben sind ja voll diskriminiert. Ja, das schließt komplett viele Möglichkeiten aus. Kann ich mich auch nur entschuldigen. Wen rufen wir denn an? Ich habe da so einen Freund von mir, der Meinrad, den nenne ich immer Meini. Und, ja. Und mit dem habe ich zusammen eine Zeit lang dieselbe Freundin gehabt. Ja. Und den würde ich gerne anrufen. Der ist bei mir in der WG von der Hausbesetzung. Du, auf meiner Liste steht eine Frau. Ist er dieselbe? Hat er sich operieren lassen vielleicht? Ach nee, oder? Das ist die Freundin, mit der wir zusammen waren. Das ist die Uschi, die können wir auch rufen wir die Uschi an, ist ja auch egal. Ist total egal. Wir rufen irgendwen an, du. Ist ja völlig wurscht. Soll ich für dich wählen oder willst du? Mir ist total egal. Ach du, wollen wir drum schnacken? Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schere fällt in den Brunnen, ich ruf an. Oh. Ja, ist da die Uschi? Hey, ich hab fast das Telefon nicht gehört, ich hab grad getrommelt. Ah, okay, ja. Oh, ist ja total schade, dass wir das verpasst haben, ja. Okay, schieß los, ey. Ja, du. Wem spreche ich? Hier ist Oliver Jauch und wir haben folgendes Problem. Bist du der aus dem Fernsehen? Ja, ich kann mich nur entschuldigen. Du, die hatten Fernseher. Du, diese SKL-Show habe ich nur gemacht, weil ich das Geld brauchte. Pass mal auf. Pass mal auf, ey, du quatschst mir voll dazwischen. Das brüllt mir so ins Ohr, sei doch nicht so aggressiv gleich, ja? Okay, also wir wohnen hier nämlich ohne Fernseher und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es scheiße, aber ich... Hey, Uschi, du musst jetzt eine Frage beantworten. Du, lass sie doch bitte ausreden. Ja, entschuldige. Die Zeit haben wir schon. Hey, Uschi, tut mir total leid. Ich wollte dir nicht zu nahe kommen. Nee, aber ich bin überhaupt nicht in der Stimmung. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Frage. Ja, dann kann ich vielleicht stattdessen dann jemanden aus dem Publikum fragen, weil die Uschi, der geht's gerade nicht so gut. Du, Uschi, Du,
Uschi, Entschuldigung, ich habe hier so ein Klatschen in der Leitung. Pass mal auf, Uschi, wir machen für dich ein vereinfachtes Verfahren. Du sagst jetzt einfach mal A, B, C oder D, okay? Nee, pass mal auf, also so läuft's nicht, ja? Ich will erstmal über meine Rechte aufgeklärt werden. Nicht, dass du so ein Schwein bist und ich unterschreibe hier irgendwas und so. Echt, ich unterschreibe echt nur Sachen, wo ich genau weiß, was drin ist, ja? Könntest du irgendeinen Buchstaben sagen, damit ich auflegen kann? F? Das ist richtig! Oh! Ist ja super! Bravo, danke Uschi! So. Wir spenden das Geld an Greenpeace! Wir spenden das Geld an Man kann an dich gar nicht mehr hören! Oh Mann, ey! So, pass auf. Jetzt wird's voll spannend. Jetzt kann ich mir schon fast die Hanfplantage kaufen. Du, da ist gerade ein einzelner Jingle gekommen. Jetzt mal alle bitte. Also gemeinschaftlich kommt es viel gut. Das ist ganz toll, wirklich, was da rüberkommt. Ja, diese ganze totale Energie. Das ist wie so eine Waldorf-Power fast, was hier von euch wird. Das ist Wahnsinn. Aber nur fast. Ja, fast, ja. Na klar. Ja. So, pass auf, jetzt kommt's. Ja, die 1-Million-Euro-Frage. Ja, okay. Das ist echt... Ey, Leute, das ist nicht Anarchie hier. Ne? Echt jetzt, wenn jeder jingelt, wann er will. Okay, pass mal auf. Das ist echt eine voll schwere Frage, muss okay, ich mich entschuldigen. Ich bin voll konzentriert. Ja. Okay. Welcher dieser vier Prominenten steht für gewaltlosen Widerstand? A. George Bush. Aha. B. Gandhi. C. Hitler. D. Tony Marshall. Ey, ihr bringt ihn raus, ne? Ich kann mich total nicht konzentrieren. Das sind voll die Bad Vibrations. Kann ich jemanden aus dem Publikum fragen? Ja, du hast einen mitgebracht. Ja, den Thorsten. Wo sitzt denn der? Der Thorsten sitzt im Publikum. Wo sitzt denn der genau? Thorsten. Thorsten, gibst du mal ein Zeichen? Ey, Thorsten, guck, Thorsten, lass mich nicht hängen, Das ist Thorsten. Völlig okay, du kannst auch während des Unterrichts stricken. Das macht überhaupt nichts, Thorsten, wirklich. Irre schwierig, sich jetzt hier zu konzentrieren. Ich hätte jetzt fast wegen euch eine Laufmasche gehabt. Ja, das ist furchtbar. Thorsten, hast du ein Gefühl, wer der Prominente sein könnte, den wir suchen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das hatten wir schon tausendmal im Handarbeitskurs durchgesprochen, ja. Durchdiskutiert. Mhm. Und Reinhard May, würde ich sagen, ist es. Ja, okay, das ist jetzt hier so Multiple Choice, nennen wir das. Das heißt, wäre toll, wenn du eins von den vier nehmen würdest, was ich angeboten habe, Thorsten. Aber das ist doch irgendwie, also ich finde, er hat es ja relativ gut gemacht eigentlich. Ja, nee, klar, vom Vortrag war es super. Ja. Nein, absolut, wirklich. Ich finde, da kann man ihm schon einen Punkt geben. Ja. Eigentlich. Hey Thorsten, vielen Dank, du kriegst die Socken nachher zurück. Okay. Weißt du was? Ich bin heute so crazy drauf, ich lass das gelten. Richtig. Hey, cool. Super. Toll, cool, hier. Hey. 1 Million Euro. Cool. Hast du dir echt verdient. Danke. Hier ist das Geld. Danke. Geh mal noch eine Lisa rauf. Ja. Hast du ganz toll gemacht, wirklich, ehrlich. Wenn jetzt genug Radfahrer hin und wieder eine Pause machen dürfen, dann wir doch endlich. Deine Erfrischung. Ich glaube.